Idee. Ich habe für alles. Ich habe ein Wahnsinnssortiment an Schlauchadaptern, Verbindungsmuffen in Messing, in Gardena, Garden, Plastikdingens. Das kleine Stromaggregat. Käsestelzen. Die Tauchpumpe. Frontlader. Ich habe alles. Es muss alles passen, damit es auch funktioniert. Das ist ja ein physikalisches Prinzip. Da muss man ja Strömung, Durchfluss, Gefälle. Fragt mich nicht. Ich war in Physik furchtbar schlecht. Ein paar Tage. Aber jetzt scheitert es wirklich wie immer an einer winzigen Kleinigkeit. Servus und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute am Mittwoch, das heißt Versandtag, waren wir vormittags in der Vermarktung beschäftigt. Jetzt nachmittags, wo es so trocken bleibt, erstmal, das ändert sich im April ja ständig, machen wir jetzt mal die Vorbereitung für den Austrieb. Das heißt, wir machen die Glocken und Schellen bereit. Kleine Kunde, neulich bin ich auch darauf hingewiesen worden unter einem Video, dass wir hier keine Glocken haben, sondern Schellen. Ist nicht ganz richtig, wir haben teils. Also sowas ist eine Schelle. Das ist Blech, gewalzt und geschweißt, gegossen. Das sind Glocken. Ja, das waschen wir jetzt alle einmal ab. Die waren jetzt eingelagert in der Scheune. Danach schauen wir auf Gangbarkeit, schauen, ob die Bänder noch intakt sind, schauen, ob die Schlägel noch gehen. Und dann könnten wir vielleicht heute sogar die ersten ausstatten, denn jetzt sollen die großen Gruppen raus auf die Weide. Jetzt geht's mit Aufwuchs los und das Gras soll ihnen ins Maul wachsen. Also ist das jetzt die Vorbereitung dazu. Und da haben wir noch jede Menge, die wir da noch aufbereiten müssen. Ja, liebe Leute, da stehen sie, die ganzen Filter und Ersatzmaterialien, die man für einen großen Service an so einem kleinen Steiertraktor braucht. Alles da, jetzt braucht man nur die Zeit, dass wir das durchführen und die Öle. Ich glaube, die Öle haben wir noch nicht mehr gekriegt. Nö, haben wir noch nicht. Alles klar. Jetzt machen wir mal die ganzen Klöppel von den Glocken neu. Da haben wir hier noch ein bisschen was liegen oder auch nicht. Also einen. Okay. Und hier sind zwei Glöbbelchens. Okay. Naja, damit können wir schon mal arbeiten. Den Rest müssen wir was improvisieren. Aber das kennen wir ja ganz gut. Als Daniel Düsentrieb der Landwirtschaft. Ja, muss man sich halt ein bisschen zu helfen wissen. Kriegen wir. Wir bauen was und zeigen es euch dann auch gleich. Kleines Status-Update. Die Öle. Die sind auch schon da. Ja, wir haben jetzt beschlossen, die Klöppel, die Bar, die wir noch zur Verfügung haben, die nutzen wir. Ansonsten bauen wir uns aus Splinten was. Die schneiden wir da oben ein bisschen auf. Dann können wir das um das Glockengehänge, Gebamsel. Das hat sicherlich einen Spezialausdruck, wenn da jemand unter euch ist, der das weiß, wie das geht. Oder wie das heißt. Darf es gerne drunter schreiben. Wir lernen ja nicht aus. Und schweißen vorne einfach eine kleine Mutter auf. 6er, 8er Motor, irgendwas, was einen süßen Klang erzeugt. Dann können wir es vielleicht auch noch abstimmen. Und wenn sie alle in einer Reihe stehen, spielen sie YMCA. Top. So, so viel zum Thema Improvisieren. Die hier haben wir noch. Die sind für sehr, sehr, sehr kleine Schellen. Geht nicht. Die hier sind für sehr, sehr große Schellen. Geht auch nicht. Wir haben so mittelgroße da. Übrigens, der Fachbegriff habe ich mir jetzt sagen lassen. Hornmaulschellen. Again, what learned. Jo, jetzt heißt es selber was basteln. Wir sind jetzt auf die Idee gekommen, mein Helferchen und ich, dass wir, wenn wir hier Metall nehmen, die wahrscheinlich relativ schnell aufarbeiten. Metall ist aber wichtig, damit es was klingt. Eigentlich nimmt man so Hornklöppel, das gibt einen schönen Sound. Horn haben wir jetzt auch keins da. Und meine Hörner, die habe ich mir schon lange abgestoßen. Jetzt haben wir hier noch was aus einer Räucherstange. Aluminium, deutlich weicher als die Schelle. Und wir schneiden hier quasi die Klöppel draus. Bohren ein Loch durch und machen einen Kabelbinder durch. Das muss doch für eine Saison reichen. Und nächste Saison sollte man die passenden Klöppel da haben. Attacke! So, kleines Zwischenfazit. Der erste Prototyp ist fertig. Also wir haben jetzt einen Alu-Klöppel reingebaut. Mit einem Kabelbinder. Und das Alu, das relativ leicht ist, gibt einen schönen angenehmen Ton und nicht so echt krass. Und meiner Meinung nach natürlich auch weniger Verschleiß in der Schelle. Das finde ich in Ordnung. Okay, wir bauen jetzt alle so.
Glocken- und Schellenreparaturhauer. Wer kaputte Glocken hat, der kann zu uns kommen. Servus am Donnerstag. Es ist früh am Morgen, inzwischen schon fortgeschrittener Vormittag. Weidekontrolle, Stallarbeit, alle Sachen, die ihr kennt, haben wir jetzt nicht aufgenommen. Was wir jetzt machen, ist Tiere sortieren. Wir haben jetzt mal zwei Herdgruppen gebildet, denn eine kleine bleibt an der Hofweide und die große, die rotiert an drei Weiden unterhalb vom Hof. Nachdem wir jetzt noch einen Termin haben, der jetzt in 10 Minuten eigentlich ins Haus stehen sollte, packen wir noch schnell die Glocken in den Manitou und fahren die Runde in den Stall. Denn nachdem wir mit dem Termin fertig sind, haben wir ja gestern durchrepariert, nehmen wir die Glocken und stellen die einmal da in den Manitou vorne rein. Jede Menge. Also sie schauen nicht schön aus, aber sie funktionieren. Und dafür haben wir gestern gesorgt, dass dann alle Glocken drin sind und jeder den passenden Ton von sich gibt. Stellen wir es nun in den Stall, wie gesagt, haben wir einen Termin und dann schaue ich euch einfach wieder zu, wenn wir die Großen dann wieder durch den Fangstand durchmanövrieren. Also inzwischen machen wir das ja beim Blutziehen, beim Klauen pflegen, beim Glocken dran machen, beim Wiegen. Also wir treiben eigentlich ständig durch die Gegend. Der Fangstand, der hat sich bezahlt gemacht, aber garantiert. Vorhut. Ganz schönes Gebrille, ne? Das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Vielleicht schaut es ein bisschen schlimmer aus, als es ist. Aber eigentlich ist es relativ entspannt. Denn sobald ihr da den grünen Boden betreten, ist alle Kummer wie weggeblasen. Ne? Das kriegen wir hin. Und die Damen, die kommen jetzt rüber in die große Bucht und haben Zugang zur großen Weide, genauso wie die Herrschaften da hinten. Und dann ist Schicht im Schacht. Dann war es das, dann war das der Auftrieb für 2024. Ging ohne Zwischenfälle bis jetzt. Schauen wir, ob es so bleibt. Jetzt sind alle draußen und nachdem noch ein bisschen wilde Sau gespielt wird, ist natürlich wichtig, dass wir da einen Strom drauf haben. Deswegen schalten wir uns den noch kurz ein, dass uns da keiner stiften geht
Das wird uns kräftig den Tag versauen, wenn wir heute noch einfangen müssen. Jo, da haben wir unseren Schalter. Den haben wir ja in einem der vorigen Videos mal umgebaut. 1, 2, 3, on, off. Jetzt haben wir Saft drauf. Alles gut. Dann können wir unsere Straßenblockade wieder aufheben. Außer uns fällt noch was ein, warum wir demonstrieren können. Dann können wir das auch noch gleich mit durchziehen. Aber jetzt ist erstmal Mittagspause, hätte ich gesagt. Und dann wird demonstriert. Nachdem jetzt alle draußen sind, haben wir jetzt noch so Restposten, muss man so sagen, die noch auf eine Außenstelle soll. Und die kleine Dame lassen wir natürlich nicht allein stehen. Die laden wir jetzt in aller Ruhe auf den Hänger auf. Vorm Hänger hängt der Steier, denn draußen schifft's wie die Sau auf gut Deutsch. Und damit wir mit dem Auto auch nicht hängen bleiben, fahren wir halt im Schleppern auf. Wozu haben wir denn drei? Vorwärts immer. Immer. Ja, die draußen nicht ganz. Die draußen nicht ganz. Aber da sind sie schon drinnen, gell? Zack. Flott. Flott und zügig, aber dennoch ruhig. Da, der andere arbeitet mit Muskelkraft. Einwandfrei, da sparen wir Sprit. Zeit zu zusammenschalten. Wahnsinn! So, den ganzen Schlamm gleich wieder grob abgewaschen. Denn morgen brauchen wir den Hänger. Da sind wir wieder on the road. Morgen holen wir einen neuen Simmentaler Zuchtstier zu uns. Unser Vitario hat uns ja verlassen. Und da wird es Zeit für frisches Blut. Den holen wir morgen ab, den guten. Und der soll ja auch nicht in einem schmutzigen Hänger fahren, oder? Das macht das für den ersten Eindruck. Das geht ja gar nicht. Der soll ja ein gutes Bild für uns gleich haben. So, stellen wir uns den da weiter her. Abhängen. Und dann werden wir in Richtung Feierabend gehen. Und die Kabine ist so dicht, ne? Dann werden wir Richtung Feierabend gehen und wir sehen uns dann morgen wieder. So, Kamera vergessen, aber Handy tut's auch. Das ist der gute Ferro. Der muss heute mit. Heute ist er ein bisschen aufgeregt. Ich denke, da rinnert einer der jungen Damen. Gerade vorhin ist er noch auf einer draufgesprungen gewesen. So, gehst du ein wenig Gassi mit ihm? Das ist nämlich der Grund, warum Bullen Nasenringe haben. Da kann man sie nämlich prima dran führen. Komm, mach hinten auf den Hänger, komm. Achso, wir sind nicht offen. Ja, komm. Ist noch nicht offen. Die sind eingeklappt. Thank you.
haben wir den Hänger gewaschen von gestern. Hey. Sauber, man? Ja. Hey, hey. Right. So, da ist er nun da, unser neuer Zuchtbulle. Der Jack, ein wirklich schöner Kerl. Ich stelle mal das Handy daher. Servus und herzlich willkommen im Schrengersbereich. Jetzt habe ich was Bullen doch gesagt. Eieiei. Naja, unterwegs war es ein bisschen aufregend, gell? Da ist der Kackstift gemalt, aber dann macht es auch schon wieder gleich sauber demnächst. Einen schönen guten Morgen. Jetzt geht's mal kurz an die Versorgung der Hochlandrindbullen. Und dazu hängen wir mal das Dreieck von gestern ab, wo wir den Viehhänger damit transportiert haben und fahren eine Heuballen zur Zufütterung zu den Bullen. Ja, das Ganze muss jetzt zackig gehen. Norbert macht gerade noch die Verbliebenen im Stall und die Gruppen vor dem Stall. Und dann stellen wir uns unseren Zebobullen, den Ferro, denn er geht dahin zurück, wo wir unseren Zuchtbullen Fleckvieh für die kleine Herde holen, also für die Mutterkuhlinie. Ja, den laden wir halt auf und dann fahren wir nur einmal. Und das sind wir heute eigentlich den ganzen Tag unterwegs, aber die Kamera, ihr seid mit dabei. So, da drüben sind sie, Mutterkühe, und freuen sich ihres Lebens. Ja, leider noch ein bisschen Matschwetter, aber das ist dann ab dem Wochenende, glaube ich, auch wieder Geschichte. So wie der Wetterbericht bis jetzt vorher sagt, ist ja dann Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch. Trocken, sonnig und relativ warm. Das ist doch mal eine Aussage, mit der man gut leben kann, denke ich, wenn es so eintritt, wie es vorher gesagt ist. Jo, überall spricht das Gras ganz gut. Das ist vorne. Nein, kann man nicht verbinden. Nein. Das ist nicht. Und da oben, man sieht halt doch die Geilstellen auch. Aber dafür haben wir jetzt auch die Highlander, die dann zur Nachbereitung drüber können. Denn denen macht es scheinbar relativ wenig aus. Die haben da drüben die Fläche jetzt auch noch super ausgebissen. Also die paar Tage, Wochen waren die paar Wochen drauf. So, jetzt fahren wir gleich mal bei den Highlandern vorbei, wo wir noch im Stichwort sind. Und immer hat sich noch kein Kalb blicken lassen. Das ist ja cool. Unerhört, eine echte Frechheit. Wir warten sehnlich drauf. Ja, dann später nochmal schauen, wie es mit Wasser da ausschaut. Wenn wir heute Abend wiederkommen, dann wahrscheinlich kriegen wir Wasser fahren, rein rechnerisch. Aber denen geht's gut, die sind da top zufrieden mit ihrer neuen Weide. Die ist auch richtig schön. Da mit dem sanften Grün, die da so gesprungen sind. Sieht man auf der Kamera schlecht, aber es schaut wirklich toll aus. Ja, und nachdem das jetzt auch noch so garstiges, nasskaltes Wetter ist und das Gras eh schon sehr feucht ist, auch noch das Junge, bringen wir den Highland Mutterkühen noch einen Heuballen in die Raufe rüber, damit der flotte Otto da keine Chance hat. Ne?
also mal gucken in Schenkersberg, als wenn man in Berlin auf eine Hauptstraße fährt. Denn es kann schon mal sein, dass einer ganz wild vorbeizieht an der Hofeinfahrt und dann gehörst du der Katz. So, im Manitou habe ich jetzt auch wieder meine Kamera. Ist Lage auf dem Weg. Also nochmal Heu abgeworfen bei den Mutterkühen. Sieht man es? Ich glaube, man sieht es nicht. Ah, oh, wenn es nicht ständig Nieselregen geben würde, würde ich mal mit der Drohne wieder fliegen. Ja, jetzt wo alle Herden draußen sind, ist ja herrlich. Aber kommt, kommt. Vielleicht nicht mehr in dem Video, denn da ist Freitagabend immer Drehschluss. Aber im nächsten ganz gewiss. Bald, vielleicht Sonntagmorgen, so goldene Stunde so mitnehmen, das wäre cool. Noch ein paar schöne Aufnahmen. Einmal den groben Überblick von allen Weiden, von allen Herdgruppen. So, das ist doch mal, das ist doch mal ein Projekt fürs Wochenende. Das machen wir. Obwohl, Wochenende am Markt. Das muss zwischen irgendwie gehen, das kriegen wir. Ja, von wegen Thema Markt. Also wer unsere Dyke Chili Seufzer gerne probieren würde oder der sie schon kennt und möchte sie nachbestellen. Ihr könnt am Sonntag auch am Tamenmarkt bei schönstem Wetter direkt bei uns einkaufen. Da finden wir vielleicht auch mal die ein oder andere Minute Gespräch zu führen. Das ist immer sehr, sehr interessant, deswegen mag ich den Markt sehr gern. Ansonsten, wer da weiter weg wohnt oder keine Zeit hat, der darf sie natürlich auch gerne im Webshop bestellen. Wie immer, ihr wisst, nur solange der Vorrat reicht. Aber dieses Jahr wird es sicherlich nochmal welche geben, ganz klar. Jetzt am Nachmittag, nachdem wir alles geholt und beruhigt haben, kommt bei so einem warmen Lüftchen, also heute war wirklich Sommertemperatur, Käsestelzen, kommt der Aktionismus durch. Jetzt war die Aufgabe zu erledigen, den Hochlandrinder Müttern frisches Wasser zu fahren. Was aber Blödsinn ist, dieses Wasser ständig von Weide hin und her und holen. Man muss ständig rein und raus. Idee, da unten ist ein Bach. Noch haben wir diesen hydraulischen Mütter noch nicht, weil wir noch keinen haben, der genau für unsere Verhältnisse passt. Da muss man ja Strömung, Durchfluss, Gefälle, das muss alles passen, damit das auch funktioniert. Das ist ja ein physikalisches Prinzip. Fragt mich nicht, ich war in Physik furchtbar schlecht. Inzwischen geht's wieder. Es wird besser. Und jetzt haben wir überlegt, da unten ist ja ein Bach mit einem Durchlass, wo immer recht viel Wasser steht. Also, das kleine Stromaggregat, die Tauchpumpe, Frontloader, Attacke. Jetzt scheitert es wirklich wie immer an einer winzigen Kleinigkeit. Es ist ein zölliger Schlauch. Pumpenseitig verbaut. Und ich habe für alles. Ich habe ein Wahnsinnssortiment an Schlauchadaptern, Verbindungsmuffen in Messing, in Gardena, Garten, Plastikdingens. Mit Wasserstopp, ohne Wasserstopp, mit Wasserdurchlass, undicht. Und es hat, ich habe alles. Aber den Adapter nicht. Und auch kein zölligen Schlauch. Also fahre ich jetzt nochmal los. In den Baumarkt. 20 Minuten hin, 20 Minuten zurück. Fast wie eine Stunde verplempert wahrscheinlich. Aber dann funktioniert's. So machen wir das dann auch. Und dann fahren wir das Wasserfass runter Richtung Richtung Wasser. Und dann können wir einfach bloß reingehen, Schlauch reinlegen, vollpumpen, solange bis wir den hydraulischen wieder haben. Ja, so ist es. Eigentlich wollte ich ihn selber bauen, aber dann haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir lieber Geld in die Hand und haben das auch funktionierend. Weil bevor wir jetzt lange rumdoktern und experimentieren, die Zeit haben wir nicht. Also, kaufen wir uns einen. Und da ist es wirklich, also wirklich wichtig, dass wir alle Parameter kennen, weil, wie schon gesagt, Durchfluss, Gefälle, nur dann hast du einen Rückstaudruck, nur dann pumpt das Ding. Ja, das sind Sachen, die wir wissen müssen. So, den lassen wir jetzt aber erstmal da stehen, ein Steilchen. Die Handbremse angezogen. Die Handbremse, die ist an. Ja. Jetzt auf den Handyaufnahmen habt ihr hoffentlich vorhin unseren Neuzugang gesehen. Der gute Jack. Jack. Klingt schmissig, oder? Ist jetzt bei uns auf dem Hof eingezogen und kümmert sich jetzt um den Nachwuchs Fleckvieh. Und bringt eine verdammt gute Genetik mit. Da, wo der herstammt, da ist viel Milch drin und jo. Das wird ein sehr, sehr guter Zuchtstier. Ist auch recht wesensruhig gewesen. Das vorhin auf dem Hänger, das hat ihn ein bisschen nervös gemacht. Der war jetzt 2 Stunden im Hänger. Er war froh, dass er raus konnte. Hat dann Damen krochen gesehen, gehört. Klappern hat ihn auch ein wenig nervös gemacht.
Und ja, man schickt schon mal, wenn so, der wiegt jetzt wahrscheinlich 700 bis 800 Kilo, so wie jetzt ist jetzt 1,5 Jahre alt, ist aus dem Dezember 22. Und jo, der darf sich jetzt an der kleinen Herde versuchen, weil so einen jungen Bullen, den darfst du nicht überlasten, ne? Der braucht noch ein bisschen Übung. So, und jetzt fahren wir einfach mal so ein Snuffelstick holen, ne? Noch schnell einen Geldbeutel, denn umsonst werden sie es mir nicht geben. Und dann geht's. Okay, jetzt haben sie mich bemerkt. Aber ich bin rangekommen, ohne dass jemand rausgeht. Alles gut. Ich wollte euch mal kurz schildern, was ich da so vorhab. Also hier ist es überall matschig. Da ist es relativ egal, wo wir das Wasser fast hinstellen. Da ist es überall etwas feucht noch. Also gehen wir halt diesen Weg und pumpen dann von da unten Wasser nach oben. Nicht direkt da, wo das Wasser reinläuft, da blüht Schlamm und Dreck auf, sondern da vorne, da hat sich das ganze Sedimentzeug abgesetzt und da haben wir eine Tiefe, wo auch die Tauchpumpe funktioniert. Das ist eine kleine, aus dem Baumarkt, eine Einhell-Tauchpumpe, Einhell-Rot, oder sind die inzwischen alle rot, die Einhell-Sachen, keine Ahnung, schon lange, wo ich die gekauft habe, nie im Einsatz hatte, für Notfall, falls mir irgendwo ein Keller vollläuft oder sonst irgendwas, die kriegt richtig grobes Dreckwasser weg und da ist ein zolliger Schlauch dran. Und da war eben die Verbindung noch nicht optimal. So, jetzt haben sie mich bemerkt. Jetzt wird es schwierig. Jetzt muss ich dann wahrscheinlich später oben rausfahren. Mein Werkzeug ist dabei. Das kleine zweitakter Stromaggregat. Ein Schlauch zum Auffüllen. Und das ist, wie gesagt, die Tauchpumpe. Und wir schauen einfach mal, ob die da gute Dienste leistet oder nicht. Wir müssen uns mal bloß mal trockene Stelle aussuchen. Einigermaßen halbwegs trocken. Das ist alles relativ Jacke wie Hose wahrscheinlich. Und sie haben alle Flitzekacke, weil sie, reißt halt die Grasnarbe noch mehr auf. Sie haben alle Flitzekacke, weil sie zu wenig Heu fressen. Da oben liegt sie in der Raufe, ihr Spacken. Naja, werden sie schon noch machen. Dann, ja, wie du mich auch. Wir werden uns jetzt da das Wasser fast herstellen müssen. Und wird nicht anders gehen. Da haben wir richtig viel Trittschaden hinterher. Das wird butterweich. Wenn ich mit meinen zarten 52 Kilo da ein bisschen drehe, dann wird es auch schon weich. Und jetzt wird es schwierig. Ich habe da keinen festen. Ja, nix da. Hör halt auf, dich zu beschweren. Schau, dass du abgehst. Und lass uns mal Herbert machen. Meine Herren. Also, wenn, dann müssten wir da, hier wahrscheinlich. So lang reicht mir Schlauch nicht. Ja, machen wir da unten ein bisschen Schlammschlacht. Und es fängt das Regnen an. Hervorragend. Türe schließen. Oh, weg da unten. Hallo. Hallo. Ja, Überraschung, der fährt, ne? Verrückt. Verrückt. Der Schlepper fährt. Ich drehe durch. Wir sind noch zu früh auf der Weide drauf, das sagt der. Ja. Jo, einmal schön aufgerissen. Ach, ich spinn halt nicht rum, geh halt weg vom Bulldog, was willst du denn? Mal, vielleicht haben wir ja noch genug drin, dass wir die auch Aktion auf morgen verschieben können. Dann ist es wieder ein bisschen abgetrocknet. Das ist schon massiv. Bis oben hin ist diese Wiese feucht. Da sieht es genauso aus. Es hat geregnet wie die Sau die letzten Tage und Nächte. Also es wäre noch was drin. Wir verschieben die Aktion. Wir verschieben die Aktion. Wir verschieben die Aktion. Wir machen damit mehr kaputt, als es aber wert ist. Abbruch, Abbruch, Mayday, Mayday. Jetzt haben wir da inzwischen wieder so richtig Weltuntergangsstimmung. Es schüttet, es ist alles klatschnass. Ich breche das, wie gesagt, jetzt ab, weil wenn ich da unten jetzt ein Schieren anfange, dann ist die Fläche platt. Die ganze Festigkeit, die gegeben war, die ist wieder komplett beim Teufel.
jedenfalls ergiebig und andauernd regnet. Ne? Scheiße. Naja. Wie gesagt, da ist noch Wasser drin. Das ist jetzt mal nicht der Beinbruch. Der Beinbruch? Das Beinbruch ist jetzt nicht der Beinbruch. Der Beinbruch. Wir gendern einfach. Beinbruchinnen. Ja. Und deswegen breche ich da jetzt ab. Das kann ich morgen übermorgen auch noch machen. Und dann lieber gescheit. Und da müssen wir uns dann eine dauerhafte Lösung überlegen. Ich bin da ja großer Freund von Spalten reinlegen. Das werden wir oben bei der Raufe machen, das werden wir hier unten bei dem Wasserfass unten machen. Und ja, dann bleibt es etwas sauberer. Aber es ist schon ziemlich schlammig geworden, obwohl die jetzt echt leicht sind, massive Trittschäden in der Grasnarbe. Aber so ist es halt bei Weidehaltung, gell? Da muss man früh hinaus und wenn wir feuchtes Frühjahr haben, haben wir viel Schäden und Schlamm. So, genug gejammert. Fahren wir zurück dann in den Stall. Schauen wir, was der gute Jack macht. Den Namen muss ich noch gewinnen. Der Jack. Jack, yeah. Klingt total cool. Soll aber nicht so cool klingen, wie es. Soll nicht so cool rüberkommen, wie es klingt. Eieiei. Ich muss mal was trinken. Ich habe heute, glaube ich, erst eine Flasche Wasser eingegossen. Das ist zu wenig. So, jetzt rangieren wir da einfach mal wieder runter. Gucken, dass wir da vielleicht rückwärts runterfahren. Und genau in der Spur. Dann machen wir nicht zweimal Schaden. Oh weh, oh weh, oh weh. Das war gestern noch fest da unten. Flügen ohne Flug. Läuft. So, jetzt bloß nicht bremsen, sonst ist es vorbei. Und durch den Marsch. So. Die Fläche kann ich nicht befahren. Schaut gut aus, oder? Ganz hübsch. Ganz hübsch. So, jetzt schauen Sie wieder so ganz neugierig. Dann fiebern Sie wieder einem Weideübertritt entgegen. Das wollen wir Ihnen jetzt aber nicht vermitteln. Jetzt schauen Sie weg. Jetzt muss ich schnell sein. Schnell, schnell, schnell. Oh, oh. Klar, dann geht's langsam, wenn man schnell sein will. So, ab. Raus mit dem Ding. Oh, oh. Die eine Frau. Oh, oh. Jetzt haben Sie es gleich gespannt. Oh, oh. Ich kann so nicht arbeiten ohne Druck. Ah, schau bloß die eine. Dem Rest ist jetzt Hacke egal. Eieiei. Bin ich froh, dass ich da wieder rausgekommen bin. Und, super bist. Gott, bin ich blöd. Naja, ist ja nichts Neues mehr. Erst die stromführenden Litzen, dann der Rest. Sollte jetzt morgen, übermorgen das Wasser leer sein und der Boden noch nicht tragfähig ist, dann gehe ich zum Plan B über. Dann wird hier das große Weidefass aufgeschüttet, 2000 Liter. Einmal der Tränkeschlauch über die Straße geleitet und da einmal die bodennahe Tränke unter den Zaun durchschoben. Hier haben wir gleichzeitig den befestigten Einfahrtsbereich, also den Schotterunterbau von der Straße mit drunter. Und dann lassen wir sie hier saufen. Andere Möglichkeit haben wir nicht, weil mit einem vollen Wasserfass komme ich dann immer hoch. Kannst du vergessen. Komplett.
kurz vor Schluss bauen wir noch ein bisschen Gejammer ein, weil es halt einfach sein muss. Wir haben die letzten Vlogs zu wenig gejammert. So, Regen, Wasser, Hang, Wasser und hinten durch. Also, Sommeraufgabe, da was betonieren, dass die Kühe nicht zusammentreten, weil da war was, aber das haben sie jetzt zusammengelatscht und was das Wasser ableitet. Ich baue immer schön meinen Wall, dann fließt das möglichst schnell da ab. Wie man so sieht, das ganze Hellbraune, das ist alles Sediment, das vom Berg runterkommt. Das ist der Kracher, das ist alles sandiger Boden, der abgetragen wird. Wahnsinnige Erosion. So, da ist er. Burschi. Jackie, was geht ab? Also ein bildhübscher Kerl. Simmentaler Fleckvieh seines Zeichens. Na, du bist auch hübsch, das wissen wir. Aber lass uns doch mal ihn zeigen. Den Bobo, den müsst ihr euch noch sauber vorstellen. Denn so eine Fahrt ist natürlich immer sehr aufregend für Rind. Und die Aufregung, die bringt den Darm auf Zack. Da ist quasi Alarm im Darm. Und dann geht es rund. Morgen ist er auch wieder hübsch. Ah, einen schönen Pops, der junge Mann. Ein schönes Genick. Wie gesagt, der ist jetzt 1,5. Der darf jetzt langsam loslegen. Den wollen wir nicht überbeanspruchen. Und ja, seine 700, 800 Kilo wird er wohl aktuell gerade rum. Er ist jetzt etwas in die Höhe geschossen, seitdem er den Norbert besichtigt hatte. Der hat ihn ja Ende letzten Jahres dann gekauft gehabt. Und wenn er jetzt dann die Höhe, das Höhenwachstum wieder so ein bisschen einbremst, dann geht er wieder mehr in die Breite. Aber ich finde, Bemuskelung, er ist mit 3x8 gekürt, also top Bulle. Und vom Gemüt her eigentlich auch sehr, sehr, sehr ruhig. Die ganze kleine Herde da ist sehr ruhig, sehr angenehm. Den schieben wir jetzt mal Futter ran, füllen die Lecksteine auf. Ja, und dann machen wir auch langsam Feierabend. Der Norbert ist noch mit dem Rückewagen unterwegs, der hat auch vorhin gedacht, er kann noch ein bisschen sowas machen und in Flächen reinfahren und schöne Wetter nutzen. Ja, Puste, Kuchen, zack, kamen die dunklen Wolken, peng, kam der Regen. Ich warte eigentlich, ich habe das Handy auf laut schalten, sonst habe ich ein bisschen lautlos, dass ich einen Anruf kriege, dass wir irgendwo rausziehen müssen und er sich festgefahren hat. Nee, wollen wir natürlich nicht hoffen, aber kann natürlich passieren. Da drin haben wir jetzt mal den Mischwagen platziert, den haben wir rausgelassen und reingestellt. Den müssen wir jetzt dann auch mal in den Sommermonaten auseinandernehmen, große Wartung machen, die Schnecke ausbauen, Untenlager und alles prüfen, checken, erneuern, reparieren, wenn nötig, dass er dann wirklich auch wieder im Herbst zur Verfügung steht. Die kleine Herde, die füttern wir jetzt bloß zu und nachdem das ja bloß schon mal 20 Tiere sind, werden es so sein, ich habe jetzt die genaue Sache nicht mehr im Kopf, 20 Tiere circa, können wir dann mit ganzen Ballen arbeiten. Also wir stellen da vorne Ballen rein, Silo, Heu, hauptsächlich jetzt natürlich erstmal Heuanteil, um den Rohfaseranteil in der Futterration zu stärken, damit wir nicht so Eichdurchfall kriegen und dann reißen wir das auf, zur Not grapschen wir es mit dem Manitou ein bisschen auseinander und schmeißen es dahin, schieben es ran, gut ist. So funktioniert ja die Zufütterung. Ein bisschen Stroh werden wir da noch brauchen, aber das ist nicht der Rede wert. Also es scheint zu schmecken. Die Garnbindung ist zwar etwas kompliziert, aber ich habe bloß noch 30 Stück davon hinten. Na, jetzt nicht mehr, jetzt sind es weniger. Ja. Aber es scheint wohl zu munden. Wohl bekommt's. Und jo,
In Zukunft haben wir jetzt die nächsten Tage immer wieder abends ein bisschen Zeit für so Kleinprojekte. Und da werden wir auch die Stallbeleuchtung endlich in Angriff nehmen, denn wir sind ja von unseren Partnern Lichtlein ausgestattet worden mit der nötigen Beleuchtung, die wir einfach bloß noch installieren müssten. Bis jetzt hat aber die Zeit nicht hergegeben. Können wir jetzt dann auch. Und dann wird es hier abends auch heller. Dann müssen wir natürlich die ganzen Ställe rausnehmen. Hier unten, wo die kleine Herde drin war, müssen wir Matratze raus. Drüben müssen wir Matratze raus. Da vorne und hinten müssen wir Matratze raus. Und dann alles wieder schön sauber machen. Aufstallung reparieren. Vielleicht mal rauswaschen, wenn es dann echt trocken wird, aber dann wahrscheinlich erst im Hochsommer. Und dann kommen hier wieder Maschinen auch mit rein, die man laufen braucht. Schlepper, da wird der Steier mit heranstehen. Schwader vor dem Einsatz, nach dem Einsatz. Immer ein bisschen so kleines Zeug. Der Manitou wird da geparkt sein. Oder vorne wahlweise. So, dann ist so langsam wieder Sommerbetrieb und dann ist alles ein bisschen entspannter. So, Thema Entspannung. Es kommt dann auch gleich der Feierabend und wir machen hier ohne Staub auf der Linse wieder Schluss mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst den Daumen da, abonniert den Kanal, wenn ihr schon gemacht habt, vergewissert euch, dass ihr auch die Glocke gedrückt habt und dann schreibt uns gerne eine nette Nachricht unten in die Kommentare oder Fragen, die euch interessieren. Alles gut und wenn euch nichts interessiert, ihr keine Fragen habt und euch nichts Nettes einfällt, dann schreibt irgendeinen Blödsinn, der uns hilft, uns im Algorithmus besser behaupten zu können. Also einmal Kommentar gegen den Algorithmus und dann sehen wir uns dann hoffentlich auch wieder beim nächsten Mal. Wieder einschalten heißt dann, macht's euch gut, bis dahin, Servus und Ade. Made me.